Herzlich willkommen zu Spirit. Er ist so etwas wie ein Steven Spielberg der katholischen Welt im deutschsprachigen Raum, Kaplan Dr. Johannes Maria Schwarz. Was den erfolgreichen katholischen Filmemacher allerdings von dem Hollywood-Star-Regisseur, Filmproduzenten und Drehbuchautor unterscheidet, sind vor allem drei Dinge. Erstens dreht Kaplan Schwarz seine Filme fast ohne Budget. Zweitens laufen die Filme des Priesters nicht im Kino, sondern vor allem im Internet. Und drittens verdient er durch seine Produktionen keinen Cent. Was ihn antreibt, anspruchsvolle Filme zu zahlreichen Themen des Glaubens ohne eigenen wirtschaftlichen Profit zu produzieren, wird er mir nun selbst erzählen. Herzlich willkommen, Kaplan Schwarz. Grüß Gott. Bevor wir nun über Ihre Filmproduktionen sprechen, möchte ich nun unseren Zuschauern eine davon zeigen. Wie hat sich Gott geoffenbart? Gott hat sich über die Jahrtausende hinweg den Menschen mitgeteilt und sie immer tiefer erkennen lassen, wer er ist. Diesen Vorgang nennt man Offenbarung. So richtig begann die Offenbarung vor ca. 4000 Jahren. Damals lebte ein gewisser Abraham in Haran. Haran liegt in der heutigen Südosttürkei. In Haran gab es nicht nur Häuser, Parkplätze und Einkaufszentren, sondern natürlich auch Tempel. Viele Tempel. Denn damals glaubte man an viele Götter. Es gab für Fruchtbarkeit einen, für die Ernte, für Regen, für Krieg, für Fußpflege. Und mitten in diesen ganzen Götterhaufen der damaligen Zeit hinein hörte Abraham die Stimme Gottes: Zieh fort in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham glaubte Gott und zog nach Kanaan. Abraham glaubte Gott auch, als ihm ein Sohn verheißen wurde, und er hielt an seinem Glauben in allen Prüfungen fest. Abraham, der später Abraham heißen sollte, ist also so etwas wie der Vater des Glaubens an den einen Gott. Kaplan Schwarz, insgesamt 72 Folgen Ihres Three-Minute Catechism haben Sie in 12 Sprachen produziert. Was war Ihr Ziel dabei? Mein Ziel war, den Glauben auf eine einfache und verständliche Weise an Leute heranzutragen. Es ist nicht immer einfach, gerade in der Kürze etwas zu machen, aber gleichzeitig ist es hilfreich, eine einfache Sprache zu wählen, um eben die wesentlichen Punkte des Glaubens verstehbar zu machen. Wer die Zeichnungsvideos ansieht, der sieht und merkt Ihnen an, dass der Produzent einfach viel Spaß daran hatte. Sie sind voller Humor. Welche Bedeutung hat Humor in Ihren Augen für die Glaubensverkündigung? Ich glaube, Humor hat ganz allgemein eine wichtige Bedeutung, weil Humor etwas Entwaffnendes hat. Also wir lachen normalerweise nicht in Situationen, wo wir angespannt sind. Also zumindest ist es nicht dasselbe Lachen. Lachen hat etwas eben ja, Lösendes. Und oft auch bei Themen, auch bei Glaubensthemen, manchmal haben die Leute vielleicht auch eine defensive Haltung, eine verteidigende Haltung. Und wenn man mit Humor die Sache ein bisschen auflockert, dann ist sozusagen das Herz weiter offen. Und das ein oder andere Wort findet dann vielleicht auch dort im Herz Gehör. Der Three-Minute-Katechism ist schnell angesehen und viele ahnen gar nicht, wie viel Mühe da dahinter steckt. Wie viele Arbeitsstunden stecken denn da so in 3 Minuten? Das ist da gar nicht ganz einfach zu sagen, weil es viele Schritte gibt in der Herstellung. Könnten Sie diese einzelnen Arbeitsschritte mal kurz skizzieren und dann am Schluss eine Summe bilden? Ja, versuchen wir eine Aufstellung. Es beginnt alles natürlich mit dem Skript. Es beginnt alles mit überhaupt den Inhalten, die man transportieren möchte, mit einem Grundgerüst. Das Gerüst wird dann detaillierter beschrieben und dann ausgearbeitet. Dann überlegt man sich in einem zweiten Schritt, wie könnte man das darstellen visuell. Manchmal führt das dann noch zu Anpassungen beim Skript. Und wenn das Skript als solches steht und man ungefähr weiß, wie man es darstellen möchte, dann zeichnet man Storyboards. Das heißt, das sind also Bildgeschichten eigentlich, die diese Inhalte schon in eine grafische Form bringen. Und ich arbeite mit einem Zeichner zusammen, der wesentlich talentierter ist wie ich, der also mit meinen doch sehr rudimentären
Geschichtsbildern dann auch etwas Schönes damit machen also kann. Bescheiden sind Sie auch noch? Nein, bescheiden bin ich in dem Fall nicht. Das ist die Wahrheit. Der Wahrheit muss dann ein bisschen Genüge getan werden, nachdem ich da schon mit Spielberg verglichen wurde, was ja ein Vergleich ist, der in vielerlei Hinsicht auch hinkt, nicht? Weil ich eben einfach ein kleiner Landkaplan bin, der vor allem aus dem Katechetischen heraus einfach das Gestalterische liebt, aber ich bin, wie gesagt, kein Profi. Und wenn diese Skripten stehen, die Storyboards stehen und die Zeichnungen dann zurückkommen, dann geschah es beim 3-Minuten-Katechismus. Also gab es eine, hat man diese verschiedenen Lagen zusammengegeben, die Animationsebene mit verschiedenen Hintergründen, beziehungsweise dann auch Realfilmelementen. Da gab es dann Hände, die gezeichnet haben. Das dann zu animieren, das ist so eine Composite Animation, nennt man das, wo mehrere Schichten zusammenkommen und übereinander gelegt werden. Und dann entsteht eigentlich ein solcher Clip am Ende eines Prozesses, den ich in Stunden gar nicht so genau fassen kann, weil ich habe das ja neben der Arbeit in der Pfarrei gemacht und deswegen einfach die freien Minuten genommen, viele 3 Minuten aneinandergereiht, sodass dann das gekommen ist. Die ganze Reihe von den 72 Folgen hat von der ersten Idee bis zur Umsetzung 14 Monate gedauert. Ihre Filme sind mit großer Sorgfalt und auch mit großem handwerklichen Geschick produziert worden. Aber jeder, der so viel Zeit und Mühe, Sie haben jetzt gerade von 14 Monaten gesprochen, in sein Projekt steckt, möchte ja irgendwo auch seinen Profit sehen. Sie wollen aber nichts an Ihren Filmen verdienen. Was ist aber dann der Lohn Ihrer Mühe? Also ich möchte nichts verdienen, aber ich hoffe natürlich auf Profit. Nur nicht einen, der hier auf Erden ausgezahlt wird, sondern hoffentlich ist es ein Dienst an den Menschen und als Priester ist das meine Aufgabe, mich in den Dienst der Menschen zu stellen. Von meinem Hintergrund her, das Gestalterische eben liebend, war das nicht so fernliegend, sich auch eine Art und Weise auszusuchen, um auf diese Art und Weise den Glauben zu verkünden. Etwas, was eben vielleicht nicht so viele jetzt gemacht haben. Es braucht ganz verschiedene Dinge in der Kirche, ganz verschiedene Dienste. Und es ist ein Geschenk auch für mich, dass ich in meinem Bistum und auch bei meinem Chef in der Pfarrei die Möglichkeit bekam, an diesen Dingen zu arbeiten. Bereits seit dem Jahr 2008 sind Sie Vorsitzender des Vereins Kat Media zur Förderung der katholischen Medienarbeit. Mittlerweile ist Ihre technische Ausstattung wirklich gut. Wie waren denn die Anfänge der Filmproduktion, wie haben die ausgesehen? Ja, sehr bescheiden, auch wieder ein weiterer Unterschied zu Spielberg. ich habe nicht zum Beispiel auch für den 3-Minuten-Katechismus, da gab es Aufnahmen, die habe ich halt mein Greenscreen, also das ist so eine grüne Wand, hinter die man dann, die kann man in der digitalen Ebene dann ausblenden und einen anderen Hintergrund einfügen. Also manche dieser Dinge, da habe ich halt ein Gästebett habe ich aufgestellt, ein paar von den Latten herausgenommen, um eine Ebene zu haben, die fixiert war, auf der ich dann Dinge machen konnte. Also dieses ist ein macht aber auch Spaß, irgendwie mit diesen bescheidenen Mitteln versuchen, etwas zu machen, was man dann hoffentlich nicht zu stark merkt. Und so habe ich eigentlich bei jedem Projekt vom ersten weg immer etwas dazugelernt. Meistens, wie es nicht geht. Also ich habe mein allererstes Projekt, da habe ich Aufnahmen gemacht, ganz alleine in einem Klassenzimmer. Und das Klassenzimmer hatte natürlich schlechte akustische Voraussetzungen. Das habe ich nicht gemerkt, weil ich ja selbst nicht gleichzeitig den Ton anhören konnte, während ich vor der Kamera stand, weil da konnte ich die Kopfhörer nicht aufsetzen. Und so habe ich dann vor lauter Eifer im Sprechen in die Kamera auch gar nicht gemerkt, dass dann gelegentlich ein Bus vorbeigefahren ist, den man dann auf den Aufnahmen gehört hat. Also ich habe bei jedem Projekt gelernt, wie es nicht geht. Und mit der Zeit habe ich manche Fehler vermeiden können. Manche mache ich mit Sicherheit heute noch. Manche sind einfach auch meiner fehlenden Ausbildung, sage ich einmal, geschuldet. Ja, da sind wir eigentlich schon bei der nächsten Frage. Haben Sie denn überhaupt keine Ausbildung gehabt? Wo haben Sie Ihr Handwerk zumindest anfanghaft gelernt? Ich komme ein bisschen aus der künstlerischen Richtung. Also ich habe eine Kunstschule besucht. Schauspiel war etwas, was ich schon in der Jugendzeit verfolgt habe. Ich wäre nie besonders gut gewesen als Schauspieler. Aber manches davon kommt mir heute zugute von der Ausbildung. Auch die bildende Kunst, somit etwas in einen Rahmen zu setzen, in Szene zu setzen, das ist ja etwas, was ein Maler genauso versucht wie ein Fotograf. Und das waren beides Medien, mit denen ich vertraut war. Und
dass es dann Film geworden ist, als etwas, mit dem ich mich heute vor allem auseinandersetze, ist eigentlich der technischen Revolution geschuldet. In den letzten 10 Jahren hat sich technisch so viel getan, die es eben auch auf einem kleinen Budget ermöglicht, kreativ zu sein. Etwas, was vor 40 Jahren nie in derselben Form gegangen wäre. Die Kameras, die heute völlig erschwinglich sind, mit denen man arbeiten kann, die auch tauglich sind, die kosten heute nicht mehr die Welt. Und so habe ich dann halt klein begonnen und manches davon ist vielleicht auch überraschend groß geworden. Die Filmproduktion ist Ihr Ehrenamt, aber hauptberuflich sind Sie Kaplan. Wo und was ist Ihr Wirkungsfeld? Also ich bin mittlerweile das war immer etwas, was ich nebenbei gemacht habe. Mittlerweile, jetzt im Moment, bin ich für 3 Jahre freigestellt, um an diesen Projekten zu arbeiten. Also ich bin kein Kaplan in einer Pfarrei. Ich bin in einer kleinen Klause in den Bergen, wo ich mich zurückziehen darf für einen Teil des Jahres, um dort an Projekten zu arbeiten und mache das eigentlich jetzt vollzeitlich. Also das ist, mein Bischof hat mir großzügig, weil er hoffentlich auch überzeugt ist, dass diese Arbeit eine sinnvolle ist für die Kirche, hat er mich großzügig auch hier gehen lassen und mir diese Zeit zur Verfügung gestellt. Auf der Internetseite der Görres-Gesellschaft in Rom wird eines Ihrer Werke in höchsten Tönen gelobt. Ich darf mal zitieren. Johannes Maria Schwarz ist ein begnadeter Filmemacher, ein Zauberer der Bilder, dazu ein Meister impressionistischer Kürze der Texte und das eben alles in einer Person. Und dieses Lob ist ja jetzt beileibe nicht das einzige Lob, das Sie bislang erhalten haben. Aber Sie selbst sprechen eher abfällig von Ihren Werken. Da darf ich auch mal eine Internetseite von Ihnen zitieren. Sie sagen, ich bin ein Priester und kein Videoprofi, wie man an meinen Werken erkennen kann. Wie schaffen Sie es, trotz großer Anerkennung immer noch bescheiden zu bleiben? Gut, ich glaube, hier steht Aussage gegen Aussage. Es ist so, dass gemessen an der wirklichen Realität ist das völlig sichtbar, auch dass vieles, was ich mache, auch laienhaft ist. Ich hoffe, es behält einen gewissen Charme. Ich hoffe, es gewinnt auch durch eine authentische Vermittlung. Aber ich bin eben, wie gesagt, ich bin Laie, kein Videoprofi. Ich bin Priester und vielleicht gelingt es mir, bei manchen Themen etwas darzustellen, weil ich es als Priester sehe, anders wie wenn es jetzt jemand sehen würde, der vielleicht nur versucht, eine Thematik zu besprechen. Also wenn ich über die Heilige Eucharistie etwas mache, dann ist das immer etwas, wo das Herz brennt und vielleicht gelingt es manchmal auch, diesen Funken zu transportieren. Lassen Sie uns noch über ein anderes großes Projekt sprechen, den Glaubenskurs Mein Gott und Walter. Und auch in diese Serie wollen wir nun mal kurz hineinschmecken. Anders als bei mathematischen Beweisen gehen viele Naturwissenschaften vor. Man sammelt Daten, versucht sie zu verknüpfen, zu erklären und testet die aufgestellten Hypothesen in Experimenten. Das Ergebnis ist ein allgemeingültiges Gesetz oder eine Theorie, die mal sehr gewiss, in anderen Fällen eher nur ein Modell ist. Ähnlich gehen auch eine Reihe von Gottesbeweisen von Beobachtungen aus. Solche Beweise finden wir schon bei den alten Griechen. In einem solchen Argument etwa geht es um die erste Ursache. Wenn wir in die Welt hinausblicken, sehen wir viele Dinge. Und diese Dinge sind oft als Kette von Ursachen verknüpft. Das ist so, weil dieses so ist. Und dieses ist so, weil jenes so ist und so fort. Irgendwo am Anfang muss nun eine erste Ursache stehen, sonst könnte auch keines der anderen Kettenglieder selbst zur Ursache für das Nachfolgende werden. Kaplan Schwarz, um was ging es Ihnen bei der 24-teiligen Serie Mein Gott und Walter? Mein Gott und Walter war mein erster großer Glaubenskurs, der eigentlich die Frucht ist eines Glaubenskurses, den wir in der Pfarrei gehalten haben für die Menschen vor Ort. Der war bildgestützt, aber immer wieder waren Menschen, die nicht zu einem bestimmten Abend kommen konnten und die eben gefragt haben, ob es da irgendwo, wo sie das nachsehen können. Und dann habe ich begonnen, mit einer sehr schlechten Videokamera das aufzunehmen und habe bald gemerkt, das geht nicht. Die Auflösung ist nicht gut genug, um die Bilder und die Texte entziffern zu können und habe dann nach Wegen gesucht, das überhaupt darzustellen, vielleicht auch für Leute außerhalb der Pfarrei, wenn es sie interessieren würde. Und so entstand ein erster Testfilm über die Heilige Messe. Der fand ein
großes Echo von der Thematik her und inhaltlich hoffentlich hat er auch etwas zu bieten gehabt. Und weil das erfolgreich war, habe ich dann begonnen, aus diesem ersten Teil sozusagen 24 Teile zu machen, die in dieser Reihe Mein Gott und Walter erschienen sind. Wir haben nun exemplarisch über zwei große Filmprojekte von Ihnen gesprochen, aber Sie haben noch wesentlich mehr produziert. Welche Produktionen haben Sie noch durchgeführt? Können Sie da einen kleinen Überblick geben? Also es sind in Wirklichkeit gar nicht... Begonnen hat alles mit einer kleinen Kamera, die ich damals mit fast schlechtem Gewissen für 300 Euro gekauft habe, weil sie so teuer war oder mir so teuer schien. Und da habe ich begonnen, das aufzuzeichnen, was wir im Jahr mit den Ministranten unternommen haben. Und so entstanden kleine Ministrantenfilme und das kam sehr gut an. Die haben wir einmal im Jahr den Eltern, den Großeltern, den Familien präsentiert. Die Kinder waren stolz darauf, da in diesen Produktionen aufzuscheinen mit den Abenteuern, die wir halt so erlebt haben, die Reisen, die wir unternommen haben und so weiter. Und parallel dazu konnte ich mich dann auch austoben mit verschiedener Software, kreativ Ideen umsetzen, die ich schon lange irgendwo im Herzen getragen habe. Kurze Clips in verschiedenen Sprachen, die nur in 30 Sekunden so Werbeslogans sind für die katholische Kirche. Und das hat relativ früh schon eben dazu geführt, dass ich im Internet präsent war und habe so begonnen, kleinere Produktionen zu machen. Dann gab es Filmprojekte, Priesterjahr ad sum hieß der Film, der auch ins Französische übersetzt wurde und auch kostenlos angesehen werden kann im Internet. Damals von der Klärungskongregation auch als eines der Projekte im Priesterjahr aufgegriffen, auf der offiziellen Seite. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, hier Mitbrüder zu besuchen, 20 Priester, und ihnen Fragen zu stellen, darauf Antworten zu bekommen. Also das neben dem Film über die Messe, Mein Gott und Walter, dieser Film Ad Sum, der 3-Minuten-Katechismus, gibt es jetzt eben ein neues Projekt über den Islam, Ad Tariq heißt das. Worum geht es bei dieser 15-teiligen Reihe? Da geht es um eine Begegnung von Christen und Muslimen. Es ist erzählt die Geschichte von drei Freunden, zwei Muslimen und einem Christen, die gemeinsam um die Welt reisen und über ihren Glauben diskutieren, wo diese ganzen wichtigen Fragen, die zwischen Islam und Christentum auftauchen, nämlich auch was die Person Jesu vor allem betrifft, die ja ganz unterschiedlich gesehen wird. Es ist eine Einführung in den Islam für Christen, eine Einführung in das Christentum für Muslime. Und ich hoffe auch für Muslime wirklich eine Begegnung mit Christus. Also es gibt auch einen Abriss des Markus-Evangeliums in aller Kürze, der, glaube ich, schon zeigt die Großartigkeit dieser Lehre. Also das ist ein Projekt, das entstanden ist aus einer Pilgerreise, wo ich viele Gespräche geführt habe und mir oft gedacht habe, wie schön wäre es, wenn dieser Muslim, der von Isa spricht, einem seiner Propheten, wirklich dem Jesus der Evangelien begegnet. Und in dieser Reihe versuche ich, diese Themen aufzugreifen. Das heißt, diese Reihe hat auch Zeugnis- und Verkündigungscharakter. Hat es hoffentlich, ja, so dass das auch die Herzen berührt. Es gibt dazu dann Begleitmedien, Bücher und Kleinschriften, die eben helfen sollen, gerade auch die Zeugnisdimension zu verstärken. Ihre Clips werden weltweit in 12 Sprachen gesehen. Welche Rückmeldungen haben Sie da aus aller Welt bekommen? Ja, also das mittlerweile gibt es, glaube ich, sogar schon 14 Sprachen. Das ändert sich ständig. Gestern kam eine neue Anfrage für Slowenisch. Ich stelle halt die Dateien zur Verfügung. Menschen können das selber verwenden und selber übersetzen. Ich bitte nur um ein Nihil Obstat des örtlichen Bischofs, der für die Katechese verantwortlich ist, sodass die Übersetzung die Lehre der Kirche wirklich auch wiedergibt und nicht irgendwo Fehler drinnen sind. Bei der chinesischen Übersetzung war das zum Beispiel eine spannende Geschichte, weil das von einer Theologiestudentin übersetzt wurde. Das war eine gute Übersetzung, vom Bischof abgesegnet. Und dann hat es ein junger Mann eingesprochen, ein Konvertit, der aber bei manchen das Gefühl hatte, dass das in der Sprache vielleicht besser anders auszudrücken wäre. Und da wäre die Dreifaltigkeit fast noch ein bisschen verzerrt geworden. Gott sei Dank haben wir das noch herausgefunden, dass da wirklich die technisch auch korrekte Sprache verwendet wird. Das ist heikel bei diesen Projekten, dass sie auch wirklich den Glauben der Kirche wiedergeben und nicht nur zu sehr sich auch versuchen anzunähern durch eine Sprache, die vielleicht nicht üblich ist für diese Geheimnisse. Da hat der Heilige Geist noch im letzten Moment eingegriffen. Tatsächlich im letzten Moment, weil es ist nur eigentlich aufgefallen, weil er das Skript mit den Annotationen hat er vergessen.
Und ich habe es dann über diese Übersetzerin, wollte ich es ihm wieder zukommen lassen. Und die hat die Annotationen gesehen und hat gesagt, Moment, da müssen wir ein paar Aufnahmen noch einmal machen. Ihre Leidenschaft für Filmproduktionen ist groß. Gab es denn irgendeine Initialzündung, irgendein Schlüsselerlebnis, das Sie für die audiovisuellen Medien begeistert hat? Ja, also es ist, wie gesagt, eher mein Werdegang, der mit Kunst zu tun hat. Und das war eigentlich mein Zugang. Also es war, ich war auch von der Technik her immer ein bisschen affin für alles, was Knöpfe hat und leuchtet. Und von daher war der Einstieg in die Welt der Kameras zwar etwas Neues, aber nicht etwas, was ein Hindernis darstellte. Sie haben selbst im Jahr 2013 und auch noch im Jahr 2014 eine Fußwallfahrt nach Jerusalem unternommen. Wir beide haben auch eine Sendung darüber gemacht, hier im Studio von Kirche in Not. Ist diese Fußwallfahrt auch irgendwo ein Sinnbild für die Filmproduktion? Also mühsam kommt man voran, Einstellung nach Einstellung, Szene nach Szene. Und wenn man dann durchhält, dann erscheint so am Horizont das Jerusalem, also die Evangeliumsverkündigung durch die Medien. Würden Sie diesen Vergleich auch so sehen? Also es gibt Ähnlichkeiten natürlich. Es gibt tatsächlich, ich war auf meinem Pilgerweg 15 Monate unterwegs und sowohl die Islamproduktion wie auch die 3-Minuten-Katechismusproduktion haben ungefähr genauso lange gedauert. Da kann es tatsächlich manchmal sein, dass man schon Ausschau hält nach dem Ziel. Das Prozesshafte ist ein bisschen anders. Der Pilger hat ein gleichbleibendes Erlebnis jeden Tag, ein reduziertes Leben. Beim Schaffen eines Medienwerkes ist das gestaffelt. Da gibt es verschiedene Schritte, die nacheinander kommen. Da gibt es auch Schritte, die mir mehr Spaß machen als andere Schritte, die dann gemacht werden müssen. Ich habe auch gerne dann wiederholende Dinge, die dann vielleicht auch sehr einfach sind, mental sehr einfach sind, weil man einfach immer wieder dieselben Prozesse praktisch appliziert, anwendet. Aber es ist in dieser Hinsicht eine Ähnlichkeit, weil man unterwegs ist zu einem Ziel. Ein Unterschied, weil dieses Unterwegssein nicht so gleichförmig ist, sondern verschiedene Phasen hat, die nacheinander sich abwechseln. Das Klappern gehört zum Handwerk, sagt man. Das gilt sicherlich auch für das Filmhandwerk. Daher soll nun die letzte Minute dieser Sendung quasi als Ihr Werbeblock gelten. Wo können denn die Zuschauer Ihre Filme finden? Also es gibt eine Internetseite des Vereins, für den ich arbeite, den eben ein paar Priester in Liechtenstein gegründet haben, um diese Medien zur Verfügung zu stellen. Unser Ziel ist immer, kostendeckend zu arbeiten. Das heißt, wir haben keine Gewinnabsicht und das bedeutet, der Verein versucht, das möglichst frei zugänglich zu machen. Es gibt DVDs und so weiter, die man sehr günstig erstehen kann. Aber über alle Projekte wird man informiert auf einer Seite, die heißt cutmedia.net. Ganz herzlichen Dank, Kaplan Schwarz, für dieses interessante Gespräch und Ihren Einsatz für die Verkündigung des Evangeliums durch die audiovisuellen Medien und natürlich auch für Ihren Besuch im Studio bei Kirche in Not in München. Sehr gerne. Das war Spirit mit dem Priester und Filmemacher Dr. Johannes Maria Schwarz. Schön, dass Sie mit dabei waren. Am Schluss dieser Sendung noch Werbung in eigener Sache. Das neueste Filmprojekt von Kaplan Schwarz, die Reihe Al-Tariq zur Förderung des muslimisch-christlichen Dialogs, ist Thema einer Weitblick-Sendung. Das 24-minütige Gespräch von meinem Kollegen Berthold Pelster mit Kaplan Schwarz wird im Fernsehen und in der Mediathek von Kirche in Not im Internet unter katholisch.tv veröffentlicht. Bis zur nächsten Spirit-Sendung in 2 Wochen wünsche ich Ihnen alles Gute. Behüt Sie Gott.